Hey, how are you? Good. Karen Druser ist dabei, so wie viele andere. 30.000 Probanden testen in einer Phase-3-Studie, ob dieser Impfstoff tatsächlich vor einer Infektion mit dem neuartigen Coronavirus schützt. Entwickler, die US-Biotech-Firma Moderna. Ich mache das, weil ich als ehemalige Angestellte im Gesundheitswesen die Herausforderung verstehe, die Covid-19 für unsere Gemeinde, unseren Staat und das ganze Land mit sich gebracht hat. So etwas haben wir noch nie gesehen. Und in der Lage zu sein, ein Teil davon zu sein, hoffentlich einen Impfstoff dafür zu finden, ist gewaltig. Gewaltig also die Hoffnung auf ein geeignetes Mittel. Amerika will Vorreiter sein, das machte US-Präsident Trump gestern nochmal deutlich. Pünktlich zum Studienauftakt von Moderna besuchte er mehrere Institute zur Impfstoffforschung im Land. Wir geben den vielversprechendsten Impfstoffkandidaten Vorrang bei der Massenproduktion, sodass ein Impfstoff, wenn er zugelassen wird, dem amerikanischen Volk sofort zur Verfügung steht und wir wahrscheinlich eine Menge für andere Menschen auf der ganzen Welt haben werden. Für den US-Immunologen und Regierungsberater Anthony Fauci ist der Beginn der Impfstoffstudie von Moderna ein historisches Ereignis. Diese findet an 89 Standorten in den USA statt. Die Probanden werden in zwei Gruppen unterteilt. Die einen erhalten den Impfstoff, die anderen ein Placebo. Sobald wir den Impfstoff einer großen Gruppe von Menschen verabreicht haben, können wir seine Wirksamkeit sowie seine Sicherheit wirklich erkennen. Erste Ergebnisse könnten bereits im November vorliegen. Es ist ein Wettlauf gegen die explodierenden Infektionszahlen und gegen die Konkurrenz. Dazu gehört auch die Mainzer Firma BioNTech und der US-Pharmakonzern Pfizer. Sie starten heute, nur einen Tag später, eine globale Studie zur Wirksamkeit eines eigenen Impfstoffes. Getestet wird ebenfalls an 30.000 Teilnehmern, unter anderem in Argentinien, Brasilien und Deutschland. Sollte die Studie erfolgreich verlaufen, soll bereits im Oktober ein Zulassungsverfahren beantragt werden. Die US-Regierung hat bei ihnen bereits vorab Impfstoffe im Wert von rund 2 Milliarden Dollar bestellt.